Bereits seit 1888 haben wir hier in Kelsterbach eine freiwillige Feuerwehr. Wir sind keine Berufsfeuerwehr, sondern betreiben das ehrenamtlich als Abteilung der Stadt. Wir sind also eine Organisation, die technisch und organisatorisch sehr, sehr gut aufgestellt ist. Wir trainieren wöchentlich für den Einsatzfall. Das heißt, wir trainieren Präzision, technisches Handling und natürlich auch den Umgang im Team miteinander, damit diese starke Truppe auch im Einsatzfall Erfolg hat. Wir haben verschiedene Fahrzeuge, darunter gehört ein Löschgruppenfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug und ein Rüstwagen. Wir haben Atemschutzgeräte, womit wir in den Brandraum gehen können. Wir haben spezielle Gefahrgutausrüstung, womit wir Fässer bergen können und auch ausbomben können. Wir haben Equipment für die technische Hilfeleistung, um Leute aus einem verunfallten Fahrzeug zu befreien. Wenn wir an einer Stelle sind, müssen die Befehle bzw. die Kommandos sitzen. Sie werden bei der Jugendfeuerwehr bzw. schon beim Grundlehrgang gelehrt. In dem Augenblick, wo der Einsatz beginnt, wo der Adrenalinausschub einfach da ist, weil die völlig neue Situation da ist, auf die man sich einstellen muss, wo man richtig agieren muss, das ist, und dann etwas tun kann, was einer Person richtig hilft, das ist durchaus ein Erlebnisgefühl. Ja. Wenn einer was er macht! Wenn einer was er kommt! Ohne Team funktioniert bei uns gar nichts. Wir trainieren das sehr hart, im Team zusammenzuarbeiten. Bei uns funktioniert das sehr gut. Nur im Team kann man schnell retten, löschen und bergen. Wenn wir im Einsatzfall Leben retten, beispielsweise bei einem schweren Verkehrsunfall oder bei einem Wohnungsbrand, dann ist es ein riesiges Gefühl, das ganz schwer zu toppen ist. Das ist ein besonderes Hobby, weil man einfach anderen Menschen hilft und das finde ich gut. Ich werde nicht dafür bezahlt und ich will auch nicht dafür bezahlt werden. Feuerwehr Kelsterbach, wir sind immer da.